Ja, liebe Zuschauer, was ihr da unten seht, das sollte mal ein Flughafen werden auf Koh Phangan. Das sind jetzt Aufnahmen von 2015, da bin ich das erste Mal darüber geflogen, da waren also auch noch die Bauaktivitäten. Das sollte also ein Konkurrenzflughafen zu dem sein hier auf Koh Samui, weil da die Flugkosten ja so hoch sind, die haben ja auch ein Monopol. Ja, aber das war dann nur noch ein paar Jahre, ich glaube bis 2018 oder 2019, da hat man die Baustelle stillgelegt. So wie ich gehört habe, ging es auch darum, dass sie sich vergrößert hatten ins Naturschutzgebiet und damit war die ganze Sache erledigt. Man hat den Grund gefunden, also auch den jetzt stillzulegen. Ich glaube, da waren viele Mächte auch im Hintergrund, die daran gedreht haben, dass das nicht fertigt wird. Ich verstehe es aber auch nicht. Wir haben hier auf Koh Samui einen Flughafen und wieso soll denn auf Koh Phangan auch noch einer sein? Und die Insel wird dadurch noch mehr zerstört. In den letzten Filmbeiträgen habe ich ja euch gezeigt oder der eine oder andere hat gesehen, hier und da sind Häuser gebaut worden sind. Ich glaube, so an die 100 neuen Häuser sind in den letzten 4 Jahren neu gebaut worden. Ja, wir befinden uns hier an dem Strand Hattan Salet. Das ist ganz im Osten von Koh Phangan. Wir hatten nicht so schönes Wetter gehabt. Die Sonne war hinter den Wolken verschwunden. Aber ihr könnt erahnen, wie schön es da ist. Ich war da auch schon mal gewesen, als die Sonne geschienen hat vor 4 Jahren. Das war also super toll, muss man sagen. Auch die Häuser, die rechts und links da gebaut worden sind. Also wenn man noch so richtig urtümlich mal einen Urlaub verbringen möchte, da ist man da richtig aufgehoben. So, schaut euch das mal an. Ich werde hier und da auch mal von 2015 ein paar Szenen reinbringen, damit ihr den Unterschied seht. Und wir sehen uns am Ende vom Film.
Ja, danke schön, dass ihr bis zu Ende geschaut habt und Daumen nach oben. Und wir sehen uns bei den nächsten Filmbeiträgen über Koh Phangan. Tschüss.